Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die Hawker Sea Hurricane MK1C. Die Sea Hurricane MK1C ist ein britisches Jagdflugzeug mit einem Battle Rating von 3.0 im RB und ein Flugzeug, das für mich unter die Rubrik Spaßflugzeug fällt. Wenn dieses Flugzeug auf die richtige Schlacht und auf die richtigen Gegner trifft, so kann man mit diesem Flugzeug durchaus Spaß haben. Trifft nur eines von beiden nicht zu, so hat man relativ viele Probleme mit diesem Flugzeug. Kurz zu den Vor- und den Nachteilen des Flugzeugs. Auf der Seite der Vorteile steht ganz klar die Bewaffnung. 4x20mm Hispano Maschinenkanonen mit einer Munition, die eine durchaus hohe Durchschlagskraft hat, sind definitiv positiv zu vermerken. Auf der negativen Seite ist ganz klar die Geschwindigkeit. Wir sind relativ langsam für unser Battle Rating. Ebenso negativ die Wendigkeit, hier jedoch im Vergleich zu den Spitfires auf dem gleichen Battle Rating. Ebenso ist die Flügelstärke einer unserer Nachteile, denn unsere Flügel brechen durchaus leicht bei hoher Geschwindigkeit und es ist auch die Präzision bei der hohen Geschwindigkeit. Das heißt, das Flugzeug ist relativ schwer zu lenken. Weiters auf der Minusliste ist das Battle Rating von 3.0. Denn die Sea Hurricane MK1C ist die einzige britische Hurricane auf diesem Battle Rating. Die einzige Ausnahme bildet die russische Hurricane, die auch auf 3.0 ist. Kurz und knapp, alles zusammenfassend, es ist am Ende des Tages immer noch eine Hurricane auf Battle Rating 3.0. Wenn aber alle Bedingungen passen, so kann man mit diesem Flugzeug durchaus Spaß haben und das möchte ich auch im Gameplay mit einem Zusammenschnitt aus mehreren Schlachten zeigen. Zuvor aber wie gewohnt die Background Story. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ende Januar 1941 erhielt Hawker den Auftrag, 50 Umbausätze für die Hurricane zu produzieren, sodass diese im Rahmen des Single Shot Air Defense Systems eingesetzt werden konnten. Dieses System war dafür gedacht, dass sich Handels- bzw. Transportschiffe selbst besser verteidigen konnten. 35 dieser Schiffe wurden rasch für die Hurricane vorbereitet und erhielten den Namen CAM oder auch CAM-Ships, wobei CAM als Abkürzung für Catapult Armed Merchantmen steht. Kurzum, diese Schiffe waren in der Lage, Hurricanes via Katapultstart zur Selbstverteidigung einzusetzen. Meist waren zwischen 1 bis 3 Hurricanes pro Schiff verfügbar und diese wurden über Kräne in die Startposition gebracht. Die umgebauten Hurricanes erhielten in Folge auch den Rufnamen Hurricat aus der Kombination Hurricane und Catapult. Am 18. Juni 1941 erfolgte der erste Kampfeinsatz mit einem Katapultstart, ausgeführt von der HMS Maplin. Bei diesem Einsatz schaffte es Lieutenant Robert Everett, eine Focke Wulf FW-200 Condor abzuschießen. Bis Ende 1941 konnten 5 weitere Abschüsse via der HMS Maplin verzeichnet werden. Im Gegensatz zu den normalen Hurricanes erhielten die Hurricats einen um rund 170 Liter größeren Treibstofftank. Dies sollte den Piloten die Rückkehr an Land ermöglichen, denn eine Rückkehr zum Schiff war nicht möglich. Neben den größeren Tanks hatten die Hurricanes auch ein aufblasbares Schlauchboot mit an Bord. Unterschiedlichen Quellen folgend wurden rund 250 Hurricanes für den Katapultstart bzw. für den CAM-Schiffeinsatz umgebaut. Diese Flugzeuge waren vom Modell Hawker Sea Hurricane 1A. Das Nachfolgemodell war die Sea Hurricane 1B. Die Hawker Hurricane 1B hatte viel Erfahrung in der Luftschlacht um England gesammelt und war 1941 ein extrem weitentwickeltes Flugzeug. Die Hurricane 1B war sehr einfach gebaut, insbesondere für den Piloten. Das Ziel war es, dass sich der Pilot rein auf das Finden und Vernichten des Gegners konzentrieren konnte und weniger sich mit den Besonderheiten des Flugzeugs beschäftigen musste. Die 1B-Variante wurde im Gegensatz zur 1A-Variante mit einem Fanghaken ausgerüstet und dies aus gutem Grund. Die Sea Hurricane 1B war für den Trägereinsatz vorgesehen. Im Gegensatz zu modernen trägergeschützten Flugzeugen der Gegenwart war die Ausrüstung in den 40er Jahren noch auf das Notwendigste beschränkt. Wie heute, so war auch damals die Idee, dass der Fanghaken zum Abbremsen bzw. Auffangen des Flugzeugs genutzt werden sollte. Als zusätzliches technisches Hilfsmittel hatte der Pilot in der Sea Hurricane aber nur ein kleines Lämpchen im Cockpit, das ihm zeigte, ob der Haken ausgefahren war
oder nicht. Das größte Problem der Sea Hurricane war aber, dass sie nur ein Umbau der Hurricane war. Anforderungen der Marine wie einklappbare Flügel konnten von ihr nicht erfüllt werden. Und somit waren nur die älteren Träger wie die HMS Eagle aus dem Jahr 1918 bzw. die HMS Ark Royal für dieses Flugzeug geeignet. Andere Träger wie die HMS Illustrious, Formidable oder Victorious wären nur in der Lage gewesen, bis zu 6 Stück immer auf Deck mitzuführen, nicht aber unter Deck. Die vorhandenen MK-1B Maschinen wurden aber bald wieder modifiziert und statt den Maschinengewehren wurden 4 20mm Maschinenkanonen eingebaut. Diese Umbauten wurden unter dem Namen Sea Hurricane 1C geführt. Die Bewaffnung war zwar stark, der Munitionsvorrat aber gering. So hatte die MK-1C nur 100 Schuss pro Kanone. Spätere Varianten konnten aber zusätzlich noch 8 Raketen mitführen. Die MK-1C waren, nicht zuletzt auch wegen der schweren Bewaffnung, bei der Geschwindigkeit vielen landgestützten Jagdflugzeugen unterlegen. 475 km/h auf einer Flughöhe von ca. 4500 Meter waren zum Zeitpunkt ihres Einsatzes weit entfernt von den damaligen Spitzenwerten. Rund 70 Stück der MK-1C wurden auch mit einem stärkeren Motor, der Merlin 20, ausgestattet und liefen unter der Bezeichnung MK-2C. Dieses Modell hatte eine maximale Geschwindigkeit von rund 550 km/h und durch die Möglichkeit, externe Tanks anzubringen, eine massiv gesteigerte Reichweite. Die Sea Hurricanes entstanden aus Umbauten der landgeschützten Hurricanes und waren somit immer nur als Übergangslösung angedacht. Die nicht einklappbaren Flügel und die nur durchschnittlichen Flugleistungen zwangen England dazu, bereits ab dem ersten Einsatztag nach Alternativen zu suchen. Sie waren aber trotz allem eine respektable Verbesserung zu den Vorgängermodellen wie der Swordfish oder auch der Sea Gladiator. Im August 1943 wurde die letzte Sea Hurricane ausgeliefert. Dies aber zu einem Zeitpunkt, zu welchem die Sea Hurricane nicht mehr für den Fronteinsatz vorgesehen war. Ihre Rolle war aber von den Martlets eingenommen worden. Die Martlets, so die britische Bezeichnung für die Flugzeuge, waren von den USA bereitgestellte Grumman F4F Wildcats, die durch die Einführung der F6F Hellcat in ausreichender Stückzahl verfügbar wurden. Insgesamt wurden rund 800 Sea Hurricanes hergestellt bzw. umgebaut. Die Sea Hurricanes kamen aber nie zu wirklich großen Ruhm und müssen sich sogar die Bezeichnung Wegwerfjäger gefallen lassen, abgeleitet von den Einsätzen von CRM-Schiffen und der fehlenden Rückkehrmöglichkeit. So, wir sind bereits in der Luft, aber nicht nur wir, auch unser Team und vor allem auch der Gegner. Und hier auch einige Jags. Und ja, wir widmen uns gleich mal der ersten. Und wie man sehen kann, die hat auch bereits einen ersten Knutschfleck erhalten. Ich glaube, es war die Spitfire. Aber sie ist hartnäckig, das heißt, wir mischen jetzt auch mal mit. So, komm her. Und ja. Das wäre jetzt mal zu schön gewesen, aber es geht noch weiter. So, immer schön kurven, dann können wir auch dranbleiben. So, und jawohl, Abschuss Nummer 1. Mit der Sea Hurricane ist es ja so eine Sache, wenn wir einen Gegner mal in Schussreichweite haben, dann sollten wir auch schauen, dass wir den Luftkampf ziemlich schnell auch zu unseren Gunsten beenden. Denn wenn sich der Gegner einigermaßen geschickt anstellt und was jeder unserer Gegner nutzen kann, ist der Geschwindigkeitsvorteil, dann haben wir das Nachsehen. Da kann unsere Motivation noch so groß sein, wenn die Geschwindigkeit nicht mitspielt, dann hilft das gar nichts. Aber hier unten eine IL-2, eine Sturmovik und ja, auch Blick nach oben und nach hinten. Das sind zwei Jags, aber sie sind nicht direkt im Anflug auf uns. Das heißt, wir versuchen uns jetzt aus der Position zu entfernen und jetzt runter zur IL-2 zu fliegen. So, da ist auch schon ein Kollege vom eigenen Team dabei. Sturmweg, so wie sie fliegt, ich glaube, ist auch in der Heckschützenansicht. So. Schauen, ob wir da noch rechtzeitig kommen.
So, zieht hoch, das heißt, es wird wahrscheinlich gleich Bomben geben. Ja, voll, die Stürmer weg. Hat versucht, den Joker zu ziehen, hat nicht funktioniert. Wir sind sehr schnell. So, und ein Treffer war's, aber tja. Die Kontrolle über das Flugzeug, jawohl, jetzt haben wir auch noch ein kleines Souvenir bekommen. Ja, es war wirklich die Stumme der Heckschütze. Ja, die rechte Klappe verloren. So, alles Gute kommt von oben. Wir versuchen es noch einmal. Alles Gute kommt von oben. Gut ist, wenn es wir selber sind. Und. Ja, hast rein die Flügel gestotzt. Abschuss Nummer 2. Und wieder sind wir unterwegs. Eine 185er und eine LA5. Und ich sag mal, wenn man in der Sea Hurricane die Hosen voll hat, das ist ganz klar berechtigt, denn diese Gegner sind uns an und für sich in, ja, ich sag mal, in nahezu allem überlegen. Da helfen uns die 20 mm auch nur bedingt etwas. Es sei denn, wir kommen in eine gute Position, das versuchen wir jetzt auch bei der LA5. So, wieder ganz schwer zu steuern, zieht hoch, wir nach. So, und ein Treffer war's. Jetzt herrscht ein bisschen allgemeine Verwirrung, das nutzen wir aus. Die LA5 konzentriert sich jetzt auf den nächsten Gegner. So, zieh hoch, wir ziehen auch hoch. Sehr schön, sehr schön. Na, komm her, na, na, wirst du. So, ja, jetzt aber. Abschuss Nummer 1. Tja, Meldung, Pilot ist bewusstlos. Ich sage mal eine klassische Fehldiagnose. Denn ich glaube, der Schweregrad des Problems ist auf einem wesentlich höheren Level. Es geht weiter, die nächste LA5 hier kommt rein. So, wo ziehst du hin? Nicht direkt zu mir, das ist gut. Wir ziehen mal nach. Hinter uns die 185er, ja. Die holt auf. Unsere Geschwindigkeit, naja, im überschaubaren Rahmen. Die LA5 hat sich jetzt auch verabschiedet, das heißt, die 185er wird jetzt unser Problem. Und wir versuchen uns einmal in ihre Richtung zu fliegen und eine möglichst schlechte Position aus der Sicht der 185er einzunehmen. Das hat jetzt auch funktioniert. Und ja, macht einen gewaltigen Fehler. Sie geht mit uns in den Turnfight. Wir sind jetzt nicht der größte Turnfighter vom Herrn, aber wir können es immer noch besser als die 185er. Die hat aber wesentlich mehr Speed und eine wesentlich bessere Steigleistung, also könnt ihr abhauen, uns nochmal angreifen, macht sie aber nicht. Und jetzt, ja, eine Mustang, eine P39 und wir auch noch. So, komm her, na, und, na, jawohl, nächster Abschuss. So, momentan läuft es recht gut. Nun haben wir die Flugzeuge des deutschen Forschungsbaums als Gegner, beziehungsweise die Rasenmäher-Fraktion, also eine Stuka, eine 129er. Was die Jagd 1 hier macht, ist mir zwar noch ein Rätsel, aber man sieht, hinten kommt auch eine 190er rein. So, noch eine Stuka. Wir gehen jetzt mal mit der Jack mit, wobei die hat schon viele Freunde gefunden. Aber man sollte sie nicht alleine lassen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir es mal. Ja, nicht unser Kill, aber dennoch ist weg. So, und die 190er, die zieht nach, wir ziehen auch nach. Und, ja. Wunderbarer Treffer, wunderbarer Abschuss, leider nicht von uns, aber uns soll es recht sein. Eine 190er weniger und zwei Stukas und eine 129er, beziehungsweise zwei Stukas und keine 129er mehr vor uns.
Und wir gehen jetzt mal auf die erste Stucker, die G-Variante. Die präsentiert sich gut und wir nehmen das Angebot auch an. Also die Stucker ist jetzt nicht mehr. Jetzt die nächste Stucker, man sieht hier auch die Böse mit den Gunbots darunter und tja. Übrigens, das eben war jetzt keine Zeitlupenaufnahme. Die Stucker sind wirklich so langsam und viel schneller sind wir auch nicht. Aber da fühlen wir uns zu Hause. So, und eine 109er, die brennt, aber die kommt gefährlich rein. Die kommt gefährlich rein und so. Entgegen meiner Prinzipien, die hat gebrannt. Ich habe sie abgeschossen, aber tja, ich bitte um Nachsicht. Das war in dem Fall schon fast Notwehr. So, 178 Schuss haben wir noch. Ein paar Gegner sind aber weit über uns. Tja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch mitmischen können, denn bis wir da oben sind, wird es lange dauern. Das heißt, ich werde jetzt mal langsam Richtung Flugplatz zurückfliegen. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir auch einen Kommentar da. Wenn noch nicht abonniert, gerne auch ein Abo, es kostet nichts und ihr erfahrt dann auch automatisch, wenn das nächste Video online ist. Ein paar Worte noch zur Hurricane, zur Munition, ich glaube, das habe ich ganz vergessen. Ich habe mich hier immer wieder gespielt, entweder mit der Allzweck oder auch mit der Luftzielmunition. Beides hat recht gut funktioniert. Und ja, man sollte dieses Flugzeug mal ausprobieren, nicht enttäuscht sein, wenn es mal nicht spontan klappt, aber tja, wenn man trifft, dann tut es beim Gegner meistens mal so richtig weh. Gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.